Wilson über politische Morde, Attentate und Geheimlogen schrieb, war spannend wie ein Krimi. Ich las das Buch wieder und wieder und suchte nach Leuten, mit denen ich darüber sprechen konnte. Damals kamen die ersten Chatlines auf, in denen sich alle möglichen Leute über alle möglichen Themen unterhielten. Alles am Computer. Ich hatte zwar nur einen popligen Commodore, aber auch damit konnte man einiges anstellen. Es war ein Gefühl, als würde ich einen geheimnisvollen neuen Kontinent entdecken. Ich klopfte an die Türen aller Hütten im globalen Dorf, düste mit 7 Meilenstiefeln rund um die Welt. Über den Namen, mit dem ich auf Reisen gehen wollte, brauchte ich nicht lange nachzudenken.